Willkommen, liebe Zuschauer. Der Siegeszug des Fernsehens begann, so die Legende, im Amerika der 50er Jahre. Doch die Ursprünge reichen viel weiter zurück. Schon Mitte der 30er Jahre entbrannte ein Wettlauf um das erste Fernsehprogramm der Welt. Um jeden Preis wollte Nazi-Deutschland den Konkurrenten aus Großbritannien und den USA voraus sein. Und so eröffnete Reichssendeleiter Eugen Hadamowski im März 1935 den Deutschen Fernsehrundfunk. Das Format der Live-Übertragung musste erst noch erprobt werden. Unfreiwillig komisch wirkten die unbeholfenen Kommentare, aber auch die Interviews mit Nazi-Größen wie Albert Speer und Robert Ley oder Reportagen über Kleingärtner und Jagdausstellungen. Das Material zeigt aber auch, die braunen Fernsehmacher haben schon damals all die wichtigen Formate erfunden, die noch heute das Programm bestimmen. Kochsendungen, Unterhaltungsshows und zahlreiche Reportageformate. Im staatlichen Filmarchiv der DDR lagerten unangetastet seit dem Ende des Dritten Reichs ein Bestand von Fernsehfilmen und Reportagen. Achtung, Achtung! Fernsehsender Paul Nipkow. Wir begrüßen alle Volksgenossen und Volksgenossinnen in den Fernsehstuben Groß-Berlins mit dem deutschen Gruß Heil Hitler! Elektronische Kameras im Einsatz für das nationalsozialistische Fernsehprogramm. Ein ungewöhnlicher Anblick. Und doch seit Mitte der 30er Jahre eine Tatsache. Gymnastik fürs Heim und Kindergymnastik gehören zum ständigen Programm des Fernsehsenders. Es gab Fernsehübertragungen aus dem ganzen Dritten Reich, aber auch Unterhaltungssendungen produziert in einem kleinen Studio in Berlin. Der erste regelmäßige Fernsehbetrieb der Welt. Seltene Amateuraufnahmen, die eine nationalsozialistische Flimmerkiste in Betrieb zeigen. Außerhalb der Fernsehstuben gibt es nur wenige Geräte, bei Technikern, ausgewählten Journalisten und bei Parteigrößen. Wie ist dieses Wunder nur möglich? Die meisten Programme, die damals über die braunen Mattscheiben flimmerten, sind unwiederbringlich verloren. Denn das nationalsozialistische Fernsehprogramm wurde größtenteils live gesendet. Eine Aufzeichnung der Programme war technisch nicht möglich. Das Programm selbst ist nicht mehr als eine Aneinanderreihung kabarettistischer Nummern von Vortragskünstlern, die im Rundfunk Popularität erlangt hatten. Es ist der Prototyp des klassischen bunten Fernsehabends, der sich bis heute hartnäckig in den Unterhaltungsprogrammen gehalten hat. Einige Schätze aus der Frühgeschichte des Fernsehens aber sind erhalten geblieben. Sie stammen aus dem Bestand des sogenannten Fernsehfilmtrupps, der Reportagen, Einspielfilme und Interviews herstellte auf 35mm Film. Das Fernsehen beschränkte sich nicht auf unpolitische Unterhaltung, sondern stand von Anfang an auch im Dienst der Propaganda. Ein Leitspruch des Tages, ein Wort des Führers über den Wert der Arbeit. Der völkische Staat wird, wenn notwendig, selbst durch jahrhundertelange Erziehung mit dem Unfug, körperliche Tätigkeit zu missachten, brechen müssen. Eine Fernsehshow aus dem Oktober 1939. Während Hitler und seine Wehrmacht in Polen ihren ersten Eroberungskrieg abgeschlossen haben, sendet der Deutsche Fernsehrundfunk für die Zuschauer an der Heimatfront. Was du orakelst, das stimmt doch fast nie. Stimmt doch fast nie. Und nimmer. Alles begann im Jahr 1935 in Berlin, unweit des Funkturms. Fernsehversuche der Reichspost hatte es schon seit Jahren gegeben. Die Qualität der Bilder aber ließ noch sehr zu wünschen übrig. Doch die Nazis fürchten die Konkurrenz aus England und den USA. Und so eröffnet am 22. März Reichssendeleiter Eugen Hadamowski überhastet das erste deutsche Fernsehprogramm, benannt nach dem Fernsehpionier Paul Nipkow. In dieser Stunde heute wird der Rundfunk berufen, die größte und heiligste Mission zu erfüllen, nun das Bild des Führers unverlöschlich in alle deutschen Herzen zu pflanzen.
Propagandaminister Goebbels prophezeit dem neuen Medium eine märchenhafte Zukunft. Doch als er sich selbst erstmals auf dem Bildschirm sieht, soll er eher entsetzt als überwältigt gewesen sein. Das mechanisch-optische Übertragungsverfahren liefert zunächst nur verschwommene Bilder. Erst dank vieler technischer Verbesserungen können ab 1937 Sendungen in besserer Qualität ausgestrahlt werden. Gesendet wird dreimal in der Woche aus einem kleinen Studio in Berlin-Witzleben in der Rucknitzstraße 8. Der Arbeitsplatz von Fernsehansagerinnen und Vortragskünstlern ist zunächst eine gerade mal 2 Quadratmeter große Abtastzelle, schalldicht und stockdunkel. Das Abtastgerät erfasst meist nur ein Brustbild. Die Gesichter müssen stark geschminkt werden, wegen der Kontraste. Und so lassen die Fernsehmacher Unterhaltungsprogramme, Reportagen und Berichte auch auf Film produzieren. Dachgarten heißt die erste Unterhaltungsshow des deutschen Fernsehens, gedreht im Berliner Haus des Rundfunks. Am 19. Juni 1935 wird der Film erstmals ausgestrahlt. Eine Kopie ist im Bestand des Fernsehfilmtrupps erhalten geblieben. Dieser kleine Zierbrunnen, sonst Mittelpunkt des Erholungsplatzes der Belegschaft des Funkhauses, wird unaufdringlich zum Hintergrund für unsere Fernsehfunkspiel. In der scheinbar so harmlosen Unterhaltungsshow gehört nationalsozialistisches Liedgut offenbar zum selbstverständlichen Programmbestandteil. Karl de Vogt hat seine Laute gestimmt. Er steht auf der Mauer des Dachgartens. Wir wollen zu ihm. Er hat seinem Sturm ein Lied geschenkt. Die braunen Kolonnen der SA, die schwarzen der SS, der SS. Der Führer ruft, gleich sind sie da, von Nord, von Süd, von Ost und West. Eine Chanteuse singt ein neckisches Lied über das Nazi-Erholungsprogramm Kraft durch Freude. Kraft durch Freude schickte mir ins Bayernland, wo ich Freude an der Kraft von Emil fand. Der öffentliche Fernsehempfang ist zunächst auf wenige Fernsehstuben im Großraum Berlin beschränkt. Heinz Rieck, selbst ein Jahr lang Reporter beim Deutschen Fernsehrundfunk, erinnert sich an seinen ersten Eindruck. Das Bild auf dem Schirm war natürlich kleiner als heute, 20 mal 25 Zentimeter etwa. Und es saßen 20 Leute in dem verdunkelten Raum und gelegentlich ging dann jemand an 2 Geräte, die dort standen. Das war ein Postbeamter, der an den Knöpfen drehte und die Helligkeit regulierte und manchmal fiel das Bild auch ganz aus. Und der Aha-Effekt kam dann, als nach dem Drehen das Bild wieder da war. Wir möchten Ihnen jetzt mal den Beweis erbringen, dass nicht nur Cowboys mit dem Lasso umgehen können, nein, auch Tänzerinnen. Also eine Lasso-Stepptänzerin, die vor einiger Zeit im Wintergarten in Berlin gastierte. Mit möglichst viel Unterhaltung versuchen die Verantwortlichen der Reichspost, die Zuschauer in die Fernsehstuben zu locken. Fürs tägliche Programm werden vornehmlich Kleindarsteller engagiert, die ihre Shows mehrfach am Tag live wiederholen können und für die die kleine Dunkelbühne nicht zu eng ist. Diese Zirkusnummern, oftmals von erbärmlicher Qualität, können dem neuen Medium nicht zum erhofften Erfolg verhelfen. Erst die Olympischen Spiele im Sommer 1936 bringen dem Nazi-Fernsehen einen Achtungserfolg beim Publikum. 160.000 Zuschauer zählt man in den Fernsehstuben, von denen 20 eigens für das Top-Ereignis eingerichtet worden sind. 3 neu entwickelte riesige elektronische Kameras sollen die technische Qualität der Übertragungen garantieren. Im Mittelpunkt des Reichssportfeldes liegt das Olympiastadion, das der Schauplatz von vielen heißen Kämpfen sein wird. 100.000 finden im Stadion Platz.
und den vielen anderen, die keinen Einlass mehr fanden, bietet der Fernsehdienst Gelegenheit, mit Auge und Ohr an dem großartigen sportlichen Schauspiele teilzunehmen. Die Live-Übertragung ist erfunden. Der aktuelle Bilddienst des Fernsehsenders Paul Nipko lädt Sie heute ein zu einem Streifzug durch das olympische Dorf. Und auch Sie, meine Damen, können heute mit von der Partie sein, sonst gab es das nicht. Hier sehen Sie es, Frauen hinter Gittern. Und nun durch das Tor, vorbei am Pförtner. Und schon hier ein paar Aktive, ein Türke, ein Bulgare und der argentinische Boxer Lovel. Und nun sind wir drin. Auf dem viel gelästerten märkischen Sand ist ein kleines Paradies entstanden. Die deutsche Wehrmacht hat es erbaut. Und hier ein Teil der amerikanischen Mannschaft. Wundervoll passen sich die Häuser der Landschaft an. Und sie sind auch herrlich, massiv und fest gebaut. Es muss ein wundervolles Wohnen sein. Und hier ein amerikanisches Superschwergewicht. Ein ungleiches Paar aus USA, ein Basketballspieler und der Captain der Gewichtheber. Die Reporter nutzen jede Gelegenheit, um für das neue Medium Werbung zu machen. Hier können die Sportler ihre Freistunden verleben. Hier ist ein Theatersaal, hier sind Spielsäle, Übungssäle und eine Fernsehstube. Aber um darüber etwas zu erfahren, wenden wir uns an den Soldaten, der hier steht und eine weiße Armbinde trägt. Waren Sie eigentlich einmal drin hier in der Fernsehstube? Ich war schon mal hier drin und es ist immer ein sehr starker Andrang in der Fernsehstube. Auch die ausländischen Sportler? Jawohl, sämtliche internationalen Sportler sehen sich dieses Fernsehen gerne an. Den Fernsehreporter gab es noch nicht. Der wurde in der Zeit durch die Praxis über den Hörfunk eigentlich entwickelt. Und der Reporter-Typ, das waren alles weniger Spezialisten als Allround-Reporter. Ich erinnere mich also an einen der Kollegen, an Fritz Janicke. Den konnten sie auf den Wochenmarkt schicken. Der konnte mit der Marktfrau über Tendenzen sprechen und Meinungsäußerungen zu irgendwelchen Geschehnissen des Tages. Sie konnten ihn aber auch in einen Konzertsaal schicken. Der smarte Reporter Fritz Janicke in einem Fernsehbeitrag, der deutsche Hausfrauen über die neuesten Erkenntnisse der Kochkunst unterrichten will. Das Gericht kannte ich noch gar nicht. Aber ich werde es ja nachher. Wir werden ihn aber uns schmecken. Ja? Dann gibt es für Kleckermann noch was zum Nachtisch. Ah, hier. Ja. Weintrauben mit Vanillensoße. Herrlich. Aber Frau Wirtin, Ihnen fällt es ja nicht schwer. Sie bekommen immer die schönen Gerichte vom Deutschen Frauenwerk. Markt können Sie bekommen bei der Frauenschaft, bei der Partei und an allen möglichen Stellen und regelmäßig für jede Woche, für jeden Monat. Dann müssen die Gerichte, die ja so ausgezeichnet sind, müssen Ihnen ja gelingen. Ich hole sie mir auch immer. Ja, ich fange gleich an. Ich beginne mit dem Nachtisch. Danke. Ungleich schwieriger ist für den Reporter der Interviewtermin bei Reichsorganisationsleiter Robert Ley. Der auch von Parteigenossen als Reichstrunkenbold verspottete Funktionär verheddert sich nämlich im eigenen Wortgestrüpp. Unwillkürlich wirkt so das Propagandainstrument Fernsehen entlarvend. Mit einem Wort, wir, wenn Sie mich fragen, was wird, so ist das genauso, als wenn Sie ein Samenkorn fragen, was aus ihm wird. Ja. Es wächst. Die Arbeit geht weiter. Das ist mal klar, nicht wahr? Wir werden uns nicht auf unseren alten Teil zurückziehen. Auch kein Lorbeerkranz ums Haupt winden. Die Arbeit geht weiter. Aber ich möchte noch mehr sagen, das ganze Gebilde wächst und das ganze Werk wächst. Es ist alles erst im Anfang, im Beginn.